Macht der Bewerter, was Werkstatttests und Online-Kommentare für ihr Image bedeuten. Auf den Autoservice-Tagen zeigten hochkarätige Referenten in Praxisbeispielen, wie Autohäuser auf negative Online-Bewertungen und Werkstatttests reagieren können. Werkstatttests sind für uns bei Porsche ein sehr wichtiges Mittel, um die Qualität, die wir in unserer Handelsorganisation, in unseren Porsche-Zentren vor Kunden erbringen, sicherzustellen. Das A und O ist, dass wir für den Kunden die Leistungen darstellen, die er erwartet, die er auch erwarten darf bei einer Marke wie Porsche. Und unser Ziel ist es natürlich, dass wir das gemeinsam mit den Händlern grundsätzlich immer auf einem Niveau schaffen, dass wir sicherstellen, dass die Kunden glücklich sind, wenn sie ihr Auto wieder haben. Die Servicebetriebe haben heute ein sehr großes Spektrum bekommen, von dem Test bis hin zum Hersteller, wie wir alles behalten. Und sie werden sicherlich dann da sehr viel mitnehmen können. Und wenn sie das Bild mitkriegen, dass Service wichtig ist für Kunde, Kunde wichtig ist für den Service, dann werden sie sowohl ihre internen Prozesse jedes Jahr wiederholen können und auch dann keine Angst vor irgendeinem Test haben müssen. Trotzdem. Ein Einzelfall kann das Image eines Betriebs blitzschnell ruinieren. Online-Bewertungen sind extrem wichtig, das hat jeder inzwischen bemerkt. Die Frage ist, was macht man, wenn man negativ bewertet wurde? Eine Möglichkeit ist natürlich, man schreibt eine Antwort dazu. Das ist sogar häufig die konstruktivste Möglichkeit. Manchmal hat man aber nur noch die Möglichkeit, juristisch gegen eine Bewertung vorzugehen. Es war eine große Freude, hier gewesen zu sein bei den Autoservice-Tagen und einen Vortrag gehalten zu haben über das Thema Deutschland 4.0 und damit über die Veränderung, die die Digitalisierung für Wirtschaft und Gesellschaft mit sich gebracht hat, aber auch noch in Zukunft mit sich bringen wird. Und alle sind davon betroffen in der gesamten Wirtschaft und dazu gehören natürlich auch die Werkstätten im Autobereich. Zusammen mit den Branchenpartnern Dekra, Proven Expert und Viect präsentiert das Fachmedium Kfz-Betrieb praxisorientierte Inhalte und liefert neue Impulse für das Servicegeschäft der Autohäuser. Es lohnt sich hierher zu kommen, um einfach eine Connection untereinander aufzubauen, die Verbindung zu haben zu den anderen Teilnehmern und Firmen. Und es ist einfach eine lohnende Investition für die Zukunft, sich mit den Kollegen auszutauschen. Wir haben schon ganz viel aufgeschrieben, ganz viele Ideen, die wir gesammelt haben, die wir auch direkt dann wahrscheinlich ab morgen im Autohaus umsetzen werden. Es ist wichtig, abends schlauer einzuschlafen, als morgens aufzuwachen. Und hier haben wir die Möglichkeit, über den Tellerrand hinauszuschauen. Ich finde es gerade interessant wegen dem Servicebereich. Also es ist wirklich auf den Service optimiert. Es lohnt sich zum einen für die Teilnehmer hierher zu kommen, um mal aus dem Tagesgeschäft rauszukommen. Hier haben sie die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten, mit Kollegen, mit Referenten zu sprechen oder sich die Referate anzuhören, Ideen mitzunehmen. Das Besondere an dem Tag war die Gestaltung überhaupt, der Ablauf, die Inhalte halt, die Thematiken sind sehr wichtig fürs Autohaus. Insbesondere Bewertungen war heute ein großes Thema, spannend und wichtig für die Branche. Tauschen Sie sich markenübergreifend über Service Management aus. Auf den Autoservice-Tagen am 5. Dezember 2018.